Das ist sehr schön, dass die Eisenschächte ein bisschen zur Neige gehen. Wir haben da oben allerdings noch einen und noch eine Steinmine. Wollen wir die bauen? Ja. Ja, nichts lieber als das. Ja, ich denke, das wollen wir. Und sei es nur aus purer Gier heraus. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Wir gehen also wahrscheinlich zuerst durch das Holztor. Ich bin fertig hier. Kann ich jetzt Feierabend machen? So ist zumindest jetzt der Plan. Eure Siedler werden gesegnet. Baut mehr Bauernhöfe, um all eure Siedler versorgen zu können. Ich bin fertig hier. So, kann ich jetzt das kann direkt leer gehen. Oder weggehen jetzt, weil es schon so leer ist. Das Gebäude ist nun ausgebaut. Der Abrechnung. Bauernhof könnte irgendwie noch hier hin müssen. Steinstein wird zum Bergwerk ausgebaut. Ich glaube, die Türme müssen hier eventuell dann weg. Ich glaube, die Sache mit dem... Mit der Brücke wird so oder so passieren. Ungeachtet dessen, über welchen Weg wir gehen. Es gibt nicht genug zu essen. Zahltag. Ich wünsche, das würde funktionieren. Warte, das funktioniert? Es funktioniert? Oh! In dem Fall, baut das. Ja. Wird erledigt. Wenn's denn sein. Das hätte ich nicht gedacht. Dass mit dem. Dass das Blocking nicht irgendwie. Ich hätte gedacht, das Blocking wird zu wonky und es würde nicht funktionieren, aber es hat tatsächlich doch deswegen dadurch reingepasst. Ich hab getan, das ist natürlich lustig. Ihr habt nicht genug Wohnhäuser durchlaucht. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Wir gehen also zuerst durch das Holztor und bewegen uns dann da entlang. Das ist dann also erstmal der Plan. Ist in Ordnung. Eure Priester segnen. Und wir dürfen nicht vergessen, die ganze Zeit zu beten. Ausbau fertig. Es ist Zahltag. Das Gebäude ist ausgebaut. Beten und. Weißt du, wir speichern einmal, bevor wir uns entscheiden, durch welches Tor wir gehen. Und dann geht's durch das Holztor. Ja. Weil der Drecksack da hinten ist. Und ich möchte ihn zur Rechenschaft ziehen. Mal sehen, welche Gemeinheiten sich hinter diesem roten Nebel, verbergen. Halt einen Moment noch. Du wirst gleich eine Person treffen, die für das Unglück mitverantwortlich ist. Entscheide also weise, was du mit der Person machst. Ja. Genau deswegen gehen wir den Weg entlang. Sicher? Ja, in Ordnung. Ich bin schon unterwegs. Oh, nope. Da renne ich nicht einfach rein. Sicher? Wir haben nicht die Truppen, die dafür gedacht sind. Bitte meine Arbeit machen. Ich mach das schon. Sind sie aus? Lasst im Zweifel die Hauptmann noch stehen, aber... Rennt da auf gar keinen Fall in euren Tod rein. Ergreift sie. Na gut, sie tun den Bärmenschen trotzdem ganz gut weh. Euer Wunsch ist mir Befehl. Es ist Zahltag. Macht sie nieder. Halt. Sicher. Ich bin Ari nach vorne. Schieß da drauf. Feinde greifen euch an. Wenn ihr es für richtig haltet. Wenn ihr wollt. Ich bin schon unterwegs. Bis in den Das hat ja super funktioniert. Wir müssen die Türme loswerden, damit wir uns effektiv hier bewegen können. Wieso sind Schwertkämpfer mit... Ach, dann Schwerter an die Arbeit. Geht töten. Ja. Schießt die Schützen zusammen. Lauft. Lauft.
kriegen meine Jungs und ich heute Abend frei. Marschformation, Lauf. Ja, so soll es sein. Angriff, wie ihr wünscht. Wir erledigen das. Ihr werdet angegriffen. Ich tue mein Bestes. Gruppe, ja, Gruppe 8, hier rüber. Gruppe 0 möchte ich auch mit rüberziehen. Ich habe damit nämlich nichts zu tun. Ich war gar nicht da. Ich war gestern nämlich bei dieser netten, Lichtung. So, wir sehen, dass die Hauptmänner natürlich eine ganze Menge aushalten. Also stürzt euch für den Hauptmann. Wenn das Gebäude einstürzt. Ich habe damit nämlich nichts zu tun. Ich war gar nicht da. Ich war gestern nämlich bei dieser netten... So, wird das so eine Sache sein, wo wir uns den Arsch gebissen fühlen müssen, wenn wir Gnade walten lassen? Jungs und ich heute Abend frei. Und dann haben wir den Alten übers Ohr gehauen und er... Darf, Chef? Natürlich. So, Kunji 5, rück mit. Aber sicher doch. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Euer Wunsch ist mir Befehl. Das kann ich. Wir erledigen das. Euer Wunsch ist mir Befehl. Könnt ihr nicht einmal an. So, Gruppe 8 muss hier ein bisschen Platz freiräumen, damit wir in der Lage sind, hier einen neuen Schießplatz aufzusetzen. Ja. Die Schwerter brauchen auf jeden Fall jetzt ein bisschen Nachschub. Die Schwerter werden wir auch relativ dringlich brauchen, wenn wir gegen Nebelfolk ankämpfen müssen. Nicht, weil sie so stark sind, aber spezifisch, weil sie sehr, sehr viel Durchhaltevermögen haben. Und weil wir nicht den puren Schaden haben, das Nebelfolk einfach zu löschen, brauchen wir das Durchhaltevermögen, damit die Schützen arbeiten dürfen. Meine Jungs und ich heute Abend frei. Zahltag. Das kann ich. Aber sicher doch. Seht her. Seht her. Seht her. Seht durch mein Fernglas. Kommt ja nicht auf die Idee, die Schuld mir in die Schuhe. Hier passt ein Schießplatz hin. Baut den dahin. Ich habe damit nämlich nichts zu tun. Ich war gar nicht da. Ich war gestern nämlich bei dieser netten, Kommt ihr da dran? Richtung. Habe Holz gefällt. Nur Mut. Wir werden siegen. Stop. Wären es am besten Schützen, würden die es schaffen. Bis in den Tod. Aber es sind keine, also... Großgruppe 0. Und dann? Hä? Habe ich Gruppe 9 losgeschickt? Nein, lass das. Ja, nicht auf die Idee, die Schuld mir in die Schuhe zu schieben, wenn das Gebäude einstürzt. Ich habe damit nämlich nichts zu tun. Ich war gar nicht da. So. Ich war gestern nämlich bei dieser netten, Lichtung. Am Holz gefällt. Wenn die Klügeren immer nachgeben, geschieht nur das, was die Dummen wollen. Kriegen meine Jungs und ich heute Abend frei. Kriegen meine Jungs und ich heute Abend frei. Okay, Gruppe 0 geht da oben hin. Anderen belästigen mit eurem Rumgeschubse. Wir speichern. Mal schauen, ob uns jetzt direkt in den Rücken gefallen wird. Vielleicht hat er Technologien für uns. Das wäre sehr, sehr glücklich. Falls nicht, lacht alle. Jawohl. Seid gesegnet. Formation wechseln. Wir befehlen. So. Zahltag. Ja. Freilich. Du dreckiger Vorarbeiter. Da ist ja einer der Verräter. Bitte tut mir nichts. Ich bin auch nur ein Opfer von Carla. Ja, ja. Sie hat meine Tochter und alle Mädchen meines Dorfes gefangen genommen. Carla will alle auf dem Scheiterhaufen verbrennen, wenn ich ihr nicht helfe. Wenn ihr meine Tochter befreit, helfe ich euch. Ich soll euch auch noch helfen für euren Verrat. Bitte, ich flehe euch an. Erbarmt euch. Ich sage euch da auch, wo der Magier steckt. Ich sollte dich... Halt! Bevor ihr unüberlegt handelt, solltet ihr weise wählen. Na gut, versuchen wir es. Ich meine, wenn er uns verrät, können wir ihn auch ermorden. Und zwar ziemlich grausam, weil es einige Menschenleben kosten wird. Du hast weise entschieden. Der Magier hat sein Versteck in einem Turm hinter den Vulkanbergen. Nimm den Weg um die große Pyramide. Mentor, wenn du sowieso alles weißt, warum machen wir dann irgendwas? Danke. Aber seit hier die Erde bebt, kann ich nicht sagen, ob der Pass noch frei ist.
Wenn nicht, braucht ihr jemanden, der euch den Weg freisprengt. Pilgern. Was war das? Wieder so eine Erschütterung. Ich verschwinde besser. Oh nein, du bleibst hier. Ich würde den liebsten jetzt direkt anbinden und irgendwie festketten. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Die Entscheidung. Entscheide weise, was du mit der Person machst. Tötest du die Person, kann es sein, dass du nicht durch das grüne Nebeltor kommst. Lässt die Person leben, kann es sein, dass dich die Person in eine Falle lockt. Von beidem aus. Na gut. Freilich. Mist, der Pass ist versperrt. Hier ist jemand gefragt, der mit Sprengstoff oder Bomben umgehen kann. Na, hätten wir jetzt gerade mal Pilgrim. Okay, wir müssen also durch das grüne Tor durchgehen. Ich könnte schwören, der Pilgrim wird in die Richtung sein, nicht wahr? Dort oben im Baum. Ah, ihr seid ja so leichtgläubig. Hier ist eine kleine Überraschung für euch. Jetzt könnt ihr zusehen, wie ihr klarkommt. Ich habe die Zugbrücke wieder hochgezogen und ihr seid von eurem Hauptgott hier abgeschnitten. Ja, okay, das haben wir kommen sehen. Und? Wir haben immer noch Soldaten auf unserer auf dieser Seite, also können wir nicht einfach schießen gehen? Einmal Verräter, immer Verräter und so. Nee, wir können ihn ermorden. Gruppe 6. Oh Gott. Gut, dass wir uns zurückgezogen haben. Ich bin schon unterwegs. Bleib ich zurück. Nein, 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 bleib da oben. Lehrt sie das Fürchten? Ja. Jawohl. Wie soll ich mich konzentrieren, wenn ihr mich kitzelt? So soll es sein. Ja, Herr. Jetzt könnt ihr zeigen, was ihr gelernt habt. Gut, Gruppe 6, tötet ihn. Ihr werdet angegriffen. Deswegen, wir hätten ihn festketten sollen. Selbst... Er ist halt nach wie vor ein Verräter gewesen. Und Verräter vertraut man nicht. Dort oben im Baum. Angriff für Ruhm und Ehre. Stopp, lehrt sie das Fürchten. Peter ist weg. Nein, Leibis! Jupp. Ja, ist gut. Natürlich. Ja. Ja. Halt. Was ist da mit dem dreckigen, nutzlosen Leibis? Ist natürlich jemand zwei gestorben. Aus Gruppe 8. Dann haben wir den alten übers Ohr gehauen und er... Da, Chef, ich glaube ja, dass hier eine Verwechslung vorliegt. Eigentlich sollte ich gar nicht... Wie ein totes Ausbau, dass die Zugbrücke wieder passierbar. Ah, guck dir blöd, was? Zurück, zurück, zurück. Schwerter rein da. Tut mir leid. Schon unterwegs. Jetzt könnt ihr zeigen, was ihr gelernt habt. Nur Mut. Wir werden sie. Lauft. Ja. Ja. Lasst mich bitte meine Arbeit machen. Ich mach das schon. Nein. Lehrt sie das. Wahrscheinlich hätten wir wirklich zuerst das grüne Tor gehen müssen, damit wir durch das rote dann durchgehen konnten. Männer, wir gehen auf Patrouille. Ja, mein Herr. Angriff. Lauft. Ach Gott, die Schwerter werden verabgeschlachtet von dem Nebelvolk. Wie soll ich mich konzentrieren, wenn ihr mich kitzelt? Es werden noch weitere fallen, also bilden wir mehr aus. Eure Arbeiter empfangen den Segen durch die Priester. Jawohl, seid unbesorgt. Information! Du, nein! 5-Sterne-Trupp weg. Okay, unsere Schwerter werden einfach wirklich abgeschlachtet vom Nebelvolk. Angriff! Die Wohnstätten, das wird natürlich ganz besonders übel. Wir erledigen das. Wir erledigen das. Mach die ganzen weg. Und der muss einfach ein bisschen in Bewegung bleiben. Ari liegt kampfunfähig auf dem Schlachtfeld. Haltet euch von den Wohnstätten fern. Ja, gern. Feinde greifen.
Schießt die Bärenmenschen bitte weg. Bild neue Schwerter aus. Nein. Formation wechseln. Unmöglich. Okay, die Schwerter sind tot, das ist jetzt schlecht. Nur Mut. Wir werden siegen. Ergreift sie. Wird gemacht. Ach, Gruppe 1, warum gruppiere ich euch überhaupt? Auf in den Kampf. Stop. Nachschub. Die Wohnstadt müssen jetzt weg, ganz schnell. Wir bleiben hier. Halt für Ruhm und Ehre. Halt, macht sie nieder. Den weg. Halt, bis in den Tod. Die Wohnstätten löschen unsere Schwerter halt. Und so ziemlich übel. Denn die Wohnstätten interessieren sich nicht für die Rüstung. Die schießen einfach so oder so immer mit 20 Schaden. Gruppe 0, Schießplatz. Ah, noch nicht. Aber ich bin ehrlich. Das haben wir irgendwie erwartet. Gut, dass wir ihn trotzdem noch töten konnten. Nein, nein, ach, geht doch nicht. Ihr werdet angegriffen. Ich könnte schwören, ich habe gerade eine Elfe gesehen. Ach, ging das Nebenvolk, ist immer so ein Blutbad. Wenn man keine Scharfschützen hat. Oder Kanonen. Ich muss das Risiko eingehen, in der Hoffnung, dass er Technologien für uns hatte. Nein. Wenn wir Scharfschützen dafür hätten bekommen können, wäre es das wert gewesen. Oh, schwere Scharfschützen halt. Ich glaube ja, dass hier eine Verwechslung vorliegt. Eigentlich sollte ich gar nicht hier sein. Und dann, so und so. Und deswegen ist es immer gut, wenn man sich nur noch Reserve in der Heimatbasis lässt. Wie soll ich mich konzentrieren, wenn ihr mich kitzelt? Vor allem, wenn die Karte mehrmals bewiesen hat, dass sie einen sowieso nur bei jeder Gelegenheit verraten will. Wie soll ich mich konzentrieren, wenn ihr mich kitzelt? Dennoch hätte ich ihn gerne schmerzhafter getötet, weil durch so einige an unseren Soldaten gestorben sind. Ja, Herr. Formiert euch. Wie soll ich mich konzentrieren, wenn ihr mich kitzelt? Ja. Aber gern. Aber gern. So, Quick Save. Bezahlen ihre Steuern. Gut. Wenn ihr es für richtig haltet. Stopp. Ihr habt einen neuen Auftrag erhalten. Und da kommt der Abschaum. Position halten. Halt. Kunchi 5? Kunchi 5 ist gestorben. Der andere Kunchi bitte. Was ist da? Lange den hier rufen. Ruft von hier aus ein. Wie soll ich mich konzentrieren? Seid gesegnet. Ja, Ari muss den Schaden erstmal auffressen, weil alles andere nicht sehr effektiv jetzt funktioniert. Schließt sie zusammen. Ignoriert den Hauptmann jetzt erstmal, weil er sozusagen. Okay, ihr habt es trotzdem gemacht. Von mir aus. Das gäbe nicht für abelessene Schützen gerade. Die Sache ist, Scharfschützen hätten eventuell vielleicht die Reichweite, um die Wohnstätten besser auszurangieren. Ja, sofort. Das kann ich. Halt. Kunchi 5. Komm nach. Bis in den Tod. Auf in den Kampf. Wir erledigen das. So, ein Teil von mir geht davon aus, dass wir unter dem Wasser noch Wohnstätten finden werden. Da ist noch eine Wohnstätte. Ich hasse Wohnstätten so sehr. Aber gern. Kriegen meine Jungs und ich. Schreckliche Dinger. Seid gesegnet. Werde ich nur den ganzen Eisenhaufen hier los. Was macht ihr denn da? Rüber hier mit euch. Natürlich.
Könnt ihr nicht einmal einen anderen belästigen mit eurem... So, Gruppe 8. Ich möchte, dass die ganzen Sümpfe hier leer räumt. Also hier rüber. Ja. Der Tag der Abrechnung. Steuern und Sold werden gezahlt. Natürlich. Ihr werdet... Holy shit, warum? Wie soll ich mich konzentrieren, wenn ihr mich kitzelt? Ja. Wie und warum? Sucht mich doch. Ich tue mein Bestes. Zurück zu den Gebäuden. Ich könnte schwören, mach die Wohnstätten weg, unbedingt. Und zwar jetzt sofort. Lasst mich bitte meine Arbeit machen. Ich mach das schon. Wie soll ich mich konzentrieren, wenn ihr mich kitzelt? Wie soll ich mich konzentrieren, wenn ihr mich kitzelt? Ploppen die da einfach vor uns raus. Wenn ihr wollt, ich brauche eure Hilfe. Und da haben sie schon wieder einen unserer Trupps gelöscht. Neue Schwerter. Lasst mich bitte meine Arbeit machen. Ich mach das schon. Ist das unfair? Ja. Ja, das ist ziemlich unfair. Schießt. Nein. Nein. Da ist noch eine Wohnstätte. Die muss weg. Oh nein, die Leibeigenen. Nachschub. Ja. Formiert euch. Ich könnte schwören, was tut ihr da? Dreht nicht den Rücken zu, wenn ihr in Linienformation seid. Attacke. Schießt da hinten hin, weil wir die Leibeigene beschützen müssen. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Wie soll ich mich konzentrieren, wenn ihr mich kitzelt? Ploppt einfach eine komplette Nebelvollkorde raus. Das wird jetzt einmal funktionieren, aber nicht nochmal. Den da tötet ihn. Macht sie nieder. Attacke. Mehr Siedler können nicht aus dem Dorfzentrum kommen. Es ist kein Platz mehr vorhanden. Der Kunst lebt aber noch. Okay, gut. Sieht durch mein Fernglas. Gut. Das war nicht lustig. Er wird entlassen und wir auf 12 Trupps runterkommen. Wenn ihr mich kitzelt, lasst mich bitte meine Arbeit machen. Ich mach das schon. Der hat Sterne, also will ich den behalten. Du hast keine Sterne. Entlassen. Wir sortieren unsere Armee erstmal, bevor wir wieder in den Kampf weitergehen. Wie soll ich mich konzentrieren, wenn ihr mich kitzelt? Sofort. Vielleicht hätten wir wirklich auf Scharfschützen umgehen sollen. Bezahlen ihre Steuern. Sofort. Wie ihr wollt. Gut, ich hätte nicht damit gerechnet, dass Ari das auslösen würde. Aber gut, merken wir uns. Eventuell könnte es fast schon sinnvoll sein, Ari weniger mitzunehmen. Wobei, dann würde uns das später einfach den Arsch beißen. Dann ist es eher besser, wenn wir das Ganze direkt im Voraus aufräumen und Ari immer schön dabei haben. Ein effektiver Weg könnte darin liegen, einfach Ari im Tarnkappenmodus einmal hier durchzubewegen. Was treibt ihr da oben denn? Hier offenweise Minen. Zahltag. Seid unbesorgt. Sicher. Auf die Linie. Angriff. Ich bin schon unterwegs. Ergreift sie. Ihr seid auf Feinde gestoßen. Ja, ich wollte eigentlich, dass Ari vorgeht und nicht die Zurück! Und nicht die Schützen. Wie ihr befehlt. Was geben wir an dem Punkt nicht für ein paar Kanonen, nicht wahr? Ich glaube ja, dass hier eine Verwechslung vorliegt. Eigentlich sollte ich gar nicht hier sein. Kriegen meine Jungs und ich. Wohnstätten sind schon eine üble Sache, wisst ihr was? Konzentrieren, wenn ihr mich kitzelt. Bring Gruppe 6 mit. Wir schauen, was die ausrichten können. Wie ihr wünscht. Im Zweifel können die nämlich hier komplett entlassen werden, woanders wieder ausgebildet werden. Wir erledigen das. Seid unbesorgt.
uns darum. Weil leichte Scharfschützen keine schlechte Reichweite haben, will ich das versuchen. Ihr seid auf Feinde gestoßen. Sie greifen an. Wir sehen, die Hauptmänner zum Beispiel sterben nicht so schnell. Für Ruhm und Ehre. Jawohl, ja, mein Herr. Eure Arbeiter. Schwere Scharfschützen wären natürlich in der Lage, das Nebelvolk zu löschen, aber leichte. Naja. Der Hauptvorteil von leichten Scharfschützen ist, dass sie ein bisschen kompakter unterwegs sind. Aber wir sehen, gegen das Nebelvolk kacken die ab. Bis in den Tod. Weil die Hauptmänner natürlich dann keinen Bonusschaden bekommen. Bis in den Tod. So soll es sein. Aber wir nutzen die Gelegenheit, um die leichten Scharfschützen ein bisschen hoch zu trainieren, damit die höhere Reichweite bekommen. Es ist Zahltag. Mit Vergnügen. Schaut in die Ferne. Wie soll ich mich und dadurch eventuell ein bisschen nützlicher werden, als sie sind. Wie ihr wünscht. Wir bleiben hier. Ich tue mein Bestes. Halt! Auf in den Kampf! Wir kümmern uns darum, wie ihr befehlt. Attacke! Feuer! Verteidigt euch! Ihr werdet angegriffen! Ja, wir sehen, die machen einfach keinen Bonusschaden gegen das Nebelvolk. Drei Trupps schwere Scharfschützen hätten diesen einen Trupp innerhalb von 2-3 Salven gelöscht. Der Tag der Abrechnung. Steuern und Sold werden gezahlt. Ja. Und leichte Scharfschützen haben nicht mal die vernünftige Rüstung, mit den Armbrustschützen mitzuhalten. Euer Wunsch ist mir Befehl. Ja. Ich glaube wirklich, die machen das. Die bringen es nicht so wirklich. Schwere wären eine ganz andere Nummer. Eure Priester segnen die Bewohner der Stadt. Schwere wären nutzbar. Meine Jungs und ich heute Abend frei. Aber leichte sterben einfach zu schnell. Und sind dann nicht so effektiv, damit die Feinde loszuwerden. Zieht euch wieder über die Brücke zurück. Bis ihr euch auf Schwere aufwerten könnt, seid ihr leider vergleichsweise nutzlos für uns. Dann machen die Armbrüste euren Job besser. Dafür sind wir genau die Richtigen. Die machen immerhin 14 Schaden. Ist zwar nicht so viel, aber es sind mehr Leute drin. Und die haben einfach viel mehr Rüstung. Die überleben den Angriff zumindest besser. Ja. Stopp! Ergreift sie! Ergreift sie! Ihr werdet angegriffen. Jetzt könnt ihr zeigen. Das sind die Wohnstätten, weil die uns am meisten Schaden zufügen werden. Ignorieren immerhin unsere verdammten Rüstung. Und hier sehen wir, was die Armbrustschützen dann stattdessen anrichten. Da ich glaube, dass sie auch ein Stück weit schneller schießen, werden die auch mit den Hauptmännern besser fertig. Die Hauptmänner bekommen nämlich von jedem nur einen einzigen Schaden. Ist halt so eine komische Bug-Sache. Nebelvolk-Hauptmänner sind ganz schön übel. Das liegt daran, dass deren Rüstungsklasse halt von jede Angriffsart außer von Flächenschäden nur einen Schaden bekommt. Und Flächenschäden machen halt Schützen nicht. Schwere Scharfschützen machen die. Und das ist der Grund, weswegen die nichts Bewegliches treffen. Weil die schwere Scharfschützen letzten Endes einen winzig kleinen Flächenschaden machen. Und das ist genau die Schadensklasse, die das Nebelvolk löscht. Lasst mich bitte meine Arbeit machen. Ich mach das schon. Damit schwere Scharfschützen mit ihren kleinen Flächenschäden irgendwas effektiv treffen, muss das, das muss dann schon sehr eng gepackt sein. Jawohl. Schaut in die Ferne. Also irgendwas Bewegliches. Schaut in die Ferne. Seht her. Deswegen, weil schwere Scharfschützen die Kanonenschadensklasse haben, räumen sie auch durch Gebäude durch. Eure Priester segnen die Bewohner der Stadt. Kriegen meine Jungs und ich heute Abend frei. Aber wie gesagt, kein Grund, über schwere Scharfschützen zu lamentieren, wenn wir keine haben dürfen. Natürlich. Zahltag. Sofort. Das kann ich. Ja. Wir bleiben hier. Angriff! Das Ganze gesagt, natürlich leichte Scharfschützen kontern generell Arbalestenschützen und sind viel günstiger. Und basieren auf einer Schwefelwirtschaft, die natürlich stärker ist als eine Eisenwirtschaft. War einfacher zu bauen auch. Deswegen die Multiplayer halt, die vorgezogene Truppe sind.
Zumal die halt bewegliche Ziele treffen können. Ja. Aber sicher doch. Seht her. Sie sind einfach besseres Kanonenfutter. Eine ganze Menge Nebelvolk hier.